So, hier sind wir bei Play Sample und heute geht es weiter. Nach einer langen Pause wieder mit der Titanic. So, da wird sich auch Multifan Bang darüber freuen, dass jetzt es weitergeht und alle anderen auch, die die Titanic überhaupt gebaut haben. Aber es kommt meine Lieblingsbeschäftigung, die ihr schon kennt: Schnippeltime. Für alle, die neu dazugekommen sind und das schon gebaut haben oder je nachdem. Und sagen, warum ich jetzt so Banane bin und jetzt wieder was abbaue. Das ist normal bei mir, weil ich immer wieder andere Zeichnungen sehe und dann sehe ich, nein, das kann auch anders gemacht werden. So, wir machen jetzt hier die Kuppel. Das heißt ja natürlich, hier habt ihr als Glas gehabt. Das habe ich weggejodelt. Das müsst ihr auch machen. Ha! Ja. Weil wir fangen jetzt an mit der Kuppel und dann die Treppe nach oben. Und danach habe ich auch noch eine Frage an euch. Dann könnt ihr mir auch ein bisschen helfen, weil ich suche die ganze Zeit Fotos von der Titanic. Das heißt aber nicht die Fotos von Inneneinrichtung, wie zum Beispiel das Schwimmbad und das Café und so. Das habe ich, die Inneneinrichtung habe ich. Ich brauche nämlich die Aufteilung, wo die Sachen sind. Aber das zeige ich euch nachher mit dem Foto. Wir fangen jetzt erstmal mit der Kuppel an. So, die Mitte ist ja natürlich hier. Ich habe ja vorher so eine kleine Mega Kuppel da gemacht und dann habe ich das, damit das nicht so groß wird, aber es geht nicht anders, wir müssen eine richtige Kuppel dahin machen. Wenn wir das schon innen ausbauen, wenigstens die erste Etage, erste Klasse, möchte ich dann so haben, wie sie auch ist und die anderen dann könnt ihr selber bauen. Oh. So, wir haben jetzt hier ist die Mitte natürlich. So, jetzt fangen wir jetzt mal an. Jetzt gehen wir mal eins von da aus, den Stein, dann eins, zwei, drei, vier, dann muss ich wieder nach unten gehen, ich muss gucken. So. Das passt. Vier Steine haben wir genommen. So, von den vier Steinen aus. So, dann nehmt euch natürlich auch hier Eichenbretter wieder zur Hand. Und dann machen wir hier drei Stück, dass ein Dreier entsteht. Und dann wird es ein Zweier, einer, ein Zweier und dann wieder ein Dreier. Es geht immer so weiter. Zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, zwei, eins, so rum, Zweier, Dreier, Zweier, einer. Zack. Und fertig ist das Ding. So, so sieht die Kuppel aus. Dann wird die halt so groß. Dann machen wir auch die Fläche, die ja drüber, drunter. Voll der Sprachfehler wieder hier heute Morgen. Und die Kuppel, die wir da gemacht haben, die machen wir natürlich dann wieder hier rum. Die wird dann ein bisschen größer. Dann könnt ihr das auch schon mal machen. Hier so, zack, einmal hier rum. Und hier einen Stein freilassen. Und dann kommt der da drauf. Und dann wird das halt ein bisschen größer. Aber optisch sieht das dann auch gut aus. Einer so lang. Dann geht das immer so weiter. Und gucken, ob ich dann. Ja, doch, ist ja die gleiche Aufteilung. Das heißt jetzt hier, warte mal. Ja, von da aus einer da lang. Ah, siehst du, dann passt das die Ecke nicht. Leck mich am Arsch, ey. Das ist ein Einer, da muss ich ja von da ausgehen, das ist ja die Mitte. Und das kann ja nichts dafür, dass das hier jetzt anders ist. Dann müssen wir es einfach nur so machen, dass wir das hier erstmal zuziehen. Dass wir die Fläche erstmal schon mal haben hier. So. Dann wird das halt ein bisschen größer ausfallen. Oder wir können auch natürlich direkt da am Rand gehen. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoller. Dann fällt das gleich ein bisschen größer aus. Dann machen wir das erstmal hier so, dass wir eine Seite nehmen. Warte mal. Kann man dann noch so lang gehen? Und wenn nicht, dann nehmen wir einen davon raus. So, dann ist immer noch eine Kante drin. So, dann machen wir das gleiche hier auch eben schnell. Und dann geht es los mit der Kuppel. Und dann ist da die Treppe mit der Uhr und sowas. Das habe ich ja alles schon. Aber wie ich schon sagte, ich brauche diese Aufteilung von euch. Ich finde das nicht. Ich gucke bei Google wie eine Schlampe, aber ich finde die Kacke nicht. Ich gucke hier, dann gebe ich einen Titanic-Schnitt, Titanic-Inneneinrichtung. Ja gut, die habe ich. Aber ich finde diese Schnittkante nicht. Eine habe ich gefunden, die zeige ich euch gleich. Und dann wisst ihr auch, was ich brauche. Und wenn ihr dann Zeit habt oder vielleicht einer von euch sagt, ja, ich bin so ein Bastelfreak, ich habe die Titanic in allen Variationen mit Skizze und alles. Das wäre natürlich, boah, Hammer. Muss ich mal gucken, wie wir es am besten machen hier. Ihr mir dann einen Link schickt oder so. Oder ihr vielleicht Fotos macht und auf euren Kanal drauf nuckelt da. So eine Foto-Dia-Show. Die kann ich mir dann so von da aus runter nuckeln. Und dann können ja vielleicht andere von meinem Kanal aus
dann sich das auch angucken, wenn sie das haben möchten. Wäre eine gute Idee. Ne, oder? So, jetzt haben wir die Kuppel. So sieht die aus. So, dann nehme ich natürlich, das ist auch nicht durchsichtig, das Glas da, habe ich gesehen. Das ist so Milchglas. Dann nehmen wir natürlich hier weißes Glas. So, und dann nudeln wir erstmal hier Glas. Gehen wir diese Dings nach, wie heißt das, diese Kerben, die wir gemacht haben. Zweier, Dreier, Einer, so lang. Gucken, auf Uhr habe ich noch gar nicht geguckt, aber egal, dann wird das halt ein bisschen länger. Ihr wollt ja auch ein bisschen was schaffen. So, da auch noch. So, so, so. Dann sieht das so aus. So, das ist die Kuppel, der Anfang der Kuppel. So, da müssen wir jetzt einen Stein versetzt machen. Und dann hier das gleiche, versetzt einer den weg davor, dann immer einer dahin, so, da, den, dann drei Stück, machen da aus, dann hier, so, geht das erstmal, ihr seht das ja selber, was ich da mache, ne? Immer einen versetzt. Ja, dann geht das jetzt mal so weiter. Ne? Ich muss erstmal ein bisschen klarkommen wieder. Titanic, lange nichts mehr gemacht, ey. Das ist aber echt immer. Aber ich muss mal die Fotos suchen. Das ist echt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das ist, wenn man die Scheiße suchen muss, ne? So. Jetzt geht es immer so weiter mit der Kuppel. Das heißt wieder und wieder. So, ein Langnudeln. Gucken wir, müssen das jetzt erstmal so durchgehen, wie viele Etagen wir machen müssen. So. So. Oh, gleich haben wir es aber. Dann wisst ihr Bescheid. So. Ja. Das muss immer kleiner werden, also müssen wir immer wieder hoch. Ich dachte, jetzt könnte ich die hier links machen. Ja, es ist gerade machen, aber wir müssen ihn noch ein bisschen spitzer machen. Das muss schon eine kleine Kuppel sein. Hey, nicht der Stein, der weg. So, jetzt habe ich das alles. Habe ich? Ja. Dann geht es sofort weiter. Und wir, ja, oder was wollen wir uns unterhalten? Hey. Für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, wundert euch nicht, dass ich immer ab und zu nicht antworte oder wenn ich antworte, dass das eine Woche her ist oder so. Dafür mache ich ab und zu dieses hier, antworte mir mal. Die letzten vier Videos, aktuellen oder fünf Videos, gehen wir mal dann durch mit euren Kommentaren. Und ja, das war's schon. Nicht, dass ihr denkt, ich bin schon abgehoben und habe schon einen leichten hier Höhenfluch und dass ich sage, boah, ich brauche hier nicht hier antworten, aber es ist echt Faulheit bei mir. So, so sieht die Kuppel aus. Wir könnten die natürlich auch runder machen. Um die runder zu machen, da müssen wir mehr Fläche haben. So ist das schon in Ordnung. Und das heißt, ja, dann müssen wir das Ding jetzt gleich so hoch nudeln. Ich würde sagen, wir machen hier zu. Hier komplett zumachen, weil sonst wird das zu hoch. Die Kuppel ist natürlich auch. Warte mal. Jetzt wo ich das gerade überlege, ne? Die Kuppel, obwohl, nee, geht nicht. Wenn wir das Ding ist kleiner machen, das die Decke, das ist kacke. So, jetzt gehe ich erstmal hier durch. Moment. Zack. Einmal durch. Zack. Wir haben immer noch nicht auf wo geguckt. Oh, warte mal, jetzt nochmal. Halb. So, das ist die Kuppel. Dann müsste gleich die Treppe. Die Treppe von da aus nach da gehen. Das ist hier die erste Etage. Dann geht die Treppe nach oben. Ich muss genau das Bild einfangen. So, und das ist die Kuppel. Die Kuppel ist ja auch so, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen kleiner. Für den Stein. So, ein bisschen kleiner vielleicht. Aber von so aus gesehen, es ist schon eine große Kuppel, wenn man so drauf guckt. So, jetzt gehe ich erstmal hier durch. Jetzt machen wir hier außen eben schickimicki und dann gehen wir da drin und dann geht es sofort weiter. Ne? Wie schon gesagt, dann wird das Let's Play halt ein bisschen länger. Aber wir müssen ja ein bisschen was leisten. So, zack, tschüss, tschack, boom, jetzt sofort. Ne? Wenn ihr ab und zu meinen Controller hört, das heißt immer noch, ich habe immer noch ein anderes Mikrofon, aber das sich ein bisschen besser anhört.
mit diesem Pop-Up-Killer. Also nur das Headset, was ich da neu gekauft habe, das hörte sich ja an. Bei Bikini Bottom bin ich soweit fertig. Das heißt, bei Bikini Bottom bin ich jetzt aktuell. Das heißt, wenn ihr was schreibt und ich baue nächstes Mal was, dann kann ich euch direkt das zeigen, machen oder was ich was. So, hier. Mal eben gucken, wie hoch ich das machen muss. Hey. Das ist die Höhe. Pah, leg mich am Arsch. So, hier ist die Höhe. Das heißt, mal kurz gucken, wo die Dings sind. Wo sind die Stufen? Stufen, wo sind die denn jetzt wieder? Nein. Ja, so, Stufen. Boah, Stufe, wenn ich die lang da ziehe, dann ist die drüber. Wenn ich die lang da ziehe. Genau, das ist die Höhe. Allen Stein. Und dann müssen wir diese Dinger hier reinmachen. So, dann ist das die Höhe. Dann sind das 1, 2, 3 Steine. Ja, dann ist das ein bisschen höher, aber das ist auch ein bisschen höher auf dem Dings. Auf dem Foto, was ich euch gleich zeige, dann ist das, da seht ihr, dass die Kuppel auch so hoch ist. Das ist immer von den Perspektiven, von den Modellen auch immer abhängig. Bei manchen Modellen sieht er, ist etwas da, was auf dem anderen Modell nicht drauf ist. Ich weiß nicht, was das ist. Es gab ja eigentlich nur eine Titanic, aber. So, dann ziehen wir den einmal hier lang. So. Und dann machen wir da raus, wie beim letzten Mal, müssen wir dann da so Fächer reinmachen. Die müssen wir dann anders aufteilen. So. Ah, dann kann der ja auch noch da drauf, der eine. Und jetzt machen wir es nur auf einer Seite und dann müsst ihr die andere Seite machen. Wir müssen ja noch was leisten hier. Das heißt, ihr macht jetzt erstmal hier so Streifen rein. So, das passt jetzt nicht. Dann ziehen wir den da lang. So. Dann hier, hier. Hier. So, dann können wir hier natürlich den rausschlagen, den rausschlagen, den rausschlagen. Und dann haben wir hier den Angebot, den und den. Nee. Quatsch. So, der. Und der. Und dann sind wir hier angekommen. Und dann kann man hier rausnehmen, da rausnehmen. Also seht ihr selber, dann habt ihr dieses Muster. Zack, zack. Und dann haben wir wieder das. Und dann könnt ihr hier natürlich ein Glas reinmachen. Glas. Hier brauchen wir kein Glas reinmachen, dann ist das Ding zu hoch. Aber bei den anderen können wir ein Glas reinmachen. Und dann nehmen wir ein anderes Glas. Aber da ist ja auf dem anderen, doch, auf dem Foto ist das auch so. Dieses andere Glas. Nehmen wir das hier. Leck mich mal, was habe ich denn jetzt für eine Kacke gemacht? So, dann musst du das drüber. Oh Mann, da habe ich jetzt Mist gebaut. So muss das sein. Ach, das ist doch scheiße, Mann. Wollte ich schön erklären und dann habe ich voll wieder in die Scheiße gegriffen. Ey, ist doch Müll, ist das doch. So, ich mach die ab und dann macht er erst die Dings hier, die Glaskacke hier rein. Hier einen hin, dort einen hin, da einen hin, da einen hin. Und dann das. So, das war wieder natürlich für den Arsch. Das ist für den Arsch wieder gewesen. So, so, so. So, so, so. Mann, ey. War jetzt so gut drauf und dann auf einmal kommt da so ein Scheiß wieder bei rum, ey. So, mach das hier lang. Und dann hier, wenn wir hier oben angekommen sind. So, also ihr baut das jetzt so, ne, wie ich es euch gezeigt habe. Wie natürlich ich natürlich am Anfang wieder Scheiße gebaut habe. Na gut, das brauche ich auch jetzt zum ersten Mal. Jetzt wieder hier das Glasdach. So, das weg. Und dann seht ihr ja, so, dann seid ihr hier oben angekommen. Dann müssen wir das weiß machen, damit ihr auch wisst, was wir hier oben machen. Wo das Glasdach ist. Komm, Baby. Wo ist das?
Wo ist das weiße Glas jetzt hier? Da. Weiße Glas. So, der war weg. So, dann haben wir den hier. Wenn wir da oben angekommen sind, sagen wir, jetzt haben wir hier noch einen ganzen. Der passt hier auch noch rein. Dann hier. Und dann hier wieder ein ganzer. Und wenn wir hier am Dach gekommen sind, dann macht er hier am Dach, macht er ganz einfach. Ach, komm her. Hier so. Am Dach machen wir einfach nur komplett zu, glaube ich, ne? Oder wir machen daraus auch ein Dings. Wer ist das? Ein Fach. Fächer. Das heißt, wir machen jetzt hier. Puh. Natürlich kriege ich bestimmt bei diesem Video wieder natürlich einen Daumen runter. Weil das am Anfang ja für den Arsch war. Tut mir leid. So. Dann macht das hier auch das gleiche. Und dann fängt das andere Dach wieder an. Da, wo die jetzt die Steine so hoch sind. Ihr keine Dings machen könnt. Glas macht das weiß. So, und dann fängt das andere wieder an. Das ist hier so ein separates Dach. Auch dann auch separat Dings ist. Ja, ist das Steinchen. So, hier weiß. Da ist weiß. Dann sieht das so aus. Und hier sehen die anderen Steine dann so entlang. Dann ist das so von der Seite gesehen. So. Weil wir könnten ja auch noch tiefer gehen, damit es passt. Aber dann, dann sieht das nicht so prickelnd aus. Ja. Ich will so eine Kuppel haben. So, jetzt gehe ich erstmal hier rein. Die Kuppel haben wir. So. Ne, kann man nicht wegschlagen. Ich dachte, ey. So, wieder dahin. So, so sieht die Kuppel aus. Gut, wenn sie fertig ist, dann sieht sie noch anders aus. Ja, das war einmal die Kuppel. So, das war das Let's Play oder was? Nein, keine Angst. Ich habe gesagt, dann dauert das jetzt halt etwas länger. Ich habe die Kuppel auch jetzt zum ersten Mal gebaut, ne? Aber so kann man es durchgehen lassen. Baut er das erstmal hier. Jetzt sieht es ein bisschen beknackt aus natürlich, weil wir das jetzt nicht fertig haben. Aber ich habe auch keine Zeit jetzt mit euch hier das Ding so jetzt zu bauen, bis es fertig ist. Ihr könnt euch sicherlich denken, wie das dann aussieht. So. Und dann so, ne? Check, 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 check. Oder ihr macht hier einfach komplett zu, offen. Das ist euch überlassen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das dann in der Mitte offen lasse. Wie das dann aussieht. Wenn man das dann auflässt. Aber wenn ich das hier zumache. Ne, das sieht kacke. Ja. Das ist, ich versau das ganze Let's Play jetzt. Wenn ich das zumache, ist das für den Arsch. Ihr macht das jetzt so. Entweder macht er die Fächer da drauf oder ihr macht das genauso wie ich jetzt hier gemacht habe, die Dinger weg und dann geht das nur bis dahin und dann ist da die Kuppel. So. Ist euch überlassen. So, jetzt machen wir das mal sofort weiter. Wenn wir jetzt hier nicht hängen bleiben. Das ist das mindeste Problem da. So, jetzt muss ich jetzt hier den Dings einfangen, die Optik. Das heißt, so, hier sind wir hier angekommen. Warte mal. Da müsste der Eingang sein. Da geht er durch. Ach, genau wie der Schornstein. Okay. Warte. Wir haben es gleich. So. Da ist der Schornstein. Hier ist der Schornstein, ne? Und dann vom Schornstein aus ist da eine Tür. Da ist eine Tür. Das heißt, hier müsste eine Tür sein. Jetzt etwas nach da. Jetzt ziehen wir einmal nach da. Von da aus in den Saal. Die Treppe rauf. Okay. Dann machen wir es erstmal anders. So, wir haben jetzt hier ist die Etage. Das bedeutet, das ist alles, das Holz ist alles so eichenmäßig. Das ist so. Ja, jetzt ist wieder euch überlassen, welche Farbe ihr nehmt an Holz, ne? Weiß es nicht. Wo ist jetzt Holz wieder? Holz. Holz. So, entweder wir nehmen Dschungelbretter. Oder wir nehmen unser neues Holz da. Wer ist das? Dies Anthrazit. Azit oder was ist? Muss ich mal gucken. Oder ich nehme das.
So, ist die Frage. Warte mal, jetzt muss ich ein anderes Foto, obwohl das ist, passt mehr zu, das ist so Maragoni-mäßig, ne? Maragoni. Ich würde sagen, wir nehmen dieses Holz. Mit dem Holz arbeite ich jetzt die Treppe hoch. So, das bedeutet, hier ist die Kuppel, endet hier. Und hier ist dann, kann man sagen, eine komplette Wand. Geht dann da bis dahin. Also darauf achten, hier ist das Fenster. Dann geht das auch bis zu dem Fenster. Ah, ich habe Maragoni genommen, ne? Meine Fresse, ey, das ist heute wieder was. Ne? Aber keine Angst, ich bin dabei. Und kriegen das ja schon noch hin. Wenn nicht, dann muss ich noch eine Folge machen. Aber die lade ich ja dann sofort morgen hoch. Dass erstmal ein bisschen was klarkommen hier. So, dann ziehen wir das erstmal komplett runter. Dann kommt denn an der Wand kommt auch die Uhr hin. Ja, genau so sieht das dann aus. Dann ist dann die Kuppel, dann geht es so hoch, das ist die Wand. So, jetzt geht das hier noch bis hier unten hin. So. Das ist dann von hier aus in die erste Etage. Das ist die erste Etage. Das bedeutet, das ist die erste Etage. Wir müssen die Wand komplett runterziehen. Wir müssen die Wand erstmal komplett bis hier runterziehen. Wo ist das? Bis hier hin. Warte mal. So. Ja. Und dann geht die Treppe nach oben. Und dann ist eine Uhr. Okay, das habe ich alles soweit auf der Skizze. Und dann gucken, ob das genauso hinkriegen, wie es auch auf dem Foto ist. Die Titanic ist bei mir drin auch tote Hose. Nichts ist da drin ausgebaut. Gar nichts. Boah, wie ich die alle alles ausgebaut habe, ist ja auch 100 Jahre wieder, ey. So, hier durch. Zack, zack. Und dann haben wir hier die Bretter, die bis dahin gehen. Erstmal. Und dann haben wir die erste Ebene da soweit fertig und dann können wir gleich die Treppe nach oben machen. So, erstmal hier. Das war ja eine Probe. Ach, leck mich am Arsch, hier, was ist das hier? So, das. So, dann haben wir hier, von da aus geht man rein. Ich muss gucken, die Türen müssen wir glaube ich auch noch ändern, aber ich muss jetzt die Perspektive einfangen, wie ich schon sagte, ne? Ja. Wiederholung, ey. So, die kommen auch weg, da habe ich aber vorher was gebaut, da wollte ich die Uhr erst so auf der Seite machen und dann habe ich jetzt endlich eine Skizze gesehen, dass man von der Seite aus, wenn man hier reingeht, so auf die Kuppel drauf zugeht. So, dann muss ich das natürlich auch wegmachen hier. Bisschen Platz machen. So, das ist die Kuppel. Dann geht man so hoch. Okay. Dann gut, dann machen wir hier noch. Was haben wir hier? Weiß, ne? Dann machen wir das auch noch. Das heißt, wir machen hier noch eine Umrandung. Ja gut, bei Dings ist schwarz. Also schwarzer Ton mit drinne. So Gländer oder was ich aus Metall irgendwas. Und Glas. Dann machen wir hier auch schwarz. So. Was habe ich denn jetzt hier? Das ist ein Dreier, Zweier, Einer. Das habe ich mich selber vertan, ey. Da kommt der Dings hin. Holzklotz. So. Warum ist das jetzt so? Poh! Ey, sag mal, bin ich besoffen oder was ist los hier? Das
so ist das Ding da. Ich jetzt einfach so nach, er leckt mich im Arsch. Ich weiß auch nicht, was das jetzt ist. Ich glaube, das sieht anders aus, weil es jetzt ein bisschen breiter wird. Ich dachte, jetzt habe ich mich komplett verbaut, ey. Pah. So. So, das haben wir auch. Ja. So, und jetzt ein Treppchen nach oben, ne? Mitte. Ein Treppchen nach oben. Pah. Ich muss das andere Foto jetzt sehen, das andere Originale. Original. Wo ist das jetzt? Ganz unten bei meinem Laptop. Warte mal. Und dann zeige ich euch meinen Batteriestatus. Ich habe doch Batterie drin. Will er mich verarschen, der Laptop, oder was? Warte mal. Drinnen, Mann, nicht so. Das ist bei mir, ne? Immer Kuddelmuddel, Halligalli, ne? So, Moment. Jetzt. Ach so, ey, letztens hat mir einer geschrieben in den Kommentaren. Gut, das habe ich jetzt wieder gelöscht. Ich höre mich an, als würde ich lecken beim Sprechen. Aber ich meine, wenn ich mit lecken würde, dann würde sich das ja so an, dann würde ich mit aus Rede, dann würde ich mit zuhören. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der drauf gekommen ist, ey. Ich höre mich an, als würde ich jemanden lecken, ey. Das muss der ja wissen. Aber ich habe dabei noch nie geredet. Sowas macht man nicht. Gehört sich nicht. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Treppe bauen. Wie ich schon mal tausendmal wiederholt habe, muss ich jetzt selber mal. Wo ist das Original jetzt? Das wollte ich doch nämlich, ey. Völlig von der Rolle. Heute Let's Play. Banana Barama. So, Kuppel ist da. Ach, schwarz ist da drinnen. Das ist weiß da drinnen. Ja, das lassen wir so einfach Umrandung fertig. So. Jetzt die Treppe. Ja, das ist eine gute Frage. Ach, da ist eine 1. Das gibt ich nicht. Das sind 2 Zweier. Und bei den anderen ist das so eine Rundung. Was ist das denn für eine Kacke? So, jetzt baue ich die so, wie die auf dem Foto ist. Ey, mir scheißegal. So, das heißt, hier ist eine Treppe, da ist eine Treppe. Die gehen nach oben. Die berühren sich hier. So. Jetzt müssen wir erstmal hier. Maragoni. Wo ist Maragoni? Brettchen hier. Zack. Und dann natürlich hier auch eine Stufe. Schupp. Oh, von denen haben wir auch noch das Ding. Wer ist das? Das Holz. So, jetzt müsste ich erstmal hier. Kommt man angeschissen. Nee. Hier ist auch noch eine Treppe. Meine Fresse. So, ich komme jetzt von hier aus. 3 Stück. Wie viel habe ich hier? Einer. Warte mal, wie viel habe ich hier? 1, 2. Es muss mehr sein. 1, 2, 3, 4. Und dann sind da so Hölzer noch an der Wand. Sind da keine Fenster drin oder was? Ist das ein Kuddelmuddel? Das ist es nämlich. Ich weiß es nicht, ob dahinter noch ein Raum ist. Ist dahinter noch ein Raum? Das ist es nämlich. Ich weiß es nicht. Ob das hier komplett die Holzwand ist und dahinter ist noch ein Raum? Ich weiß es nicht. Das ist es. Ich bin voll von der Rolle hier. Ich weiß jetzt nicht, die Wände sind mit Holz komplett verkleidet. Jetzt weiß ich es nicht, ist dahinter noch ein Raum, hier hinter, und dann ist da noch die Wand, oder ist das die Wand und dann sind die Fenster gar nicht. Tja. So, ich baue jetzt erstmal provisorisch erstmal anfangen, die Treppe 1, 2, 3, 4 Stück habe ich genommen, machen wir hier auch. 2, 3, 4. Kann ich auch nicht. Das ist jetzt 4. So. So, dann geht das, die Treppe geht so hoch und dann so hoch. Dann muss ich hier die Mitte treffen. Die Mitte ist hier. Bang. So, das ist die Mitte. Dann würde ich sagen, von da aus gesehen. 1, 2, 3, 4. 3er. 4er. Da fangen wir an. Das heißt, hier wäre das. Bis da. Dann die Treppe bis da. Das heißt, hier mache ich jetzt 1, 2, 3. Dann ist das die erste Ebene. Und dann geht die Treppe kurz nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, Mitte. Und dann 3 Steine. Und dann ist das die Ebene. Das ist die Mitte. Von der Mitte aus. Machen wir jetzt erstmal
so einen Versatz immer, so dass das so ist. Das ist aber eine Popeltreppe, ist das. Oder wir ziehen noch einen hoch. So, nochmal Versatz. So. Die Höhe. Und dann wären das die Stufen, wenn nur zwei. Wir probieren es jetzt aus. Ich mache jetzt als erstes, da müssen wir erstmal Dreier haben. Eins, zwei. Warte mal. Nicht durcheinander kommen, ja? So, drei Stück. So, dann haben wir die Stufe. Das heißt hier, hier, hier. So, jetzt haben wir drei Stück. Das ist Podest. Und dann latschen wir von der Stückchen Treppe nach oben. Aber ich weiß nicht, ob das so passt. Darum bauen wir von hier aus, was ich jetzt gemacht habe. Ne? Habt ihr gesehen? Drei Stück. Und dann die Mitte. Und dann einer, 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 einer. So, und dann kommt hier die Treppe hin. Das heißt, hier fängt die Treppe an. So, das ist die Treppe. Die erste Seite. Das sind jetzt zwei Seiten. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit das eine Treppe wird. Drei. Ey, komm klar hier. So. Sag mal, bin ich doof oder was ist hier los? Hä? So, das. Und dann wäre das. Ich muss wenigstens zwei Stufen hinkriegen, ey. Dann wird das nämlich niedriger, siehst du? Pah, ist eine Kacke. Bisschen, weil da müssen wir ein bisschen Dings haben. Stufe, Zweier. Einer Stufe ist niedrig, oder? Ist nichts. Das ist, sieht aus wie drauf gejubelt, ey. Zwei Stufen müssen wir haben, das heißt wieder, wir müssen das etwas tiefer machen. So, Zweier. Zwei Stufen. Das heißt, das muss tiefer. Um eins. Das heißt, das muss dahin. So, das machen wir auch jetzt eben. Muss man doch wieder einen tiefer machen. So, 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 so. Und dann wäre das von da aus gesehen. Gehen wir die Treppe hoch. Ja, das reicht auch. Die Treppe hoch. Und dann da in der anderen Treppe hoch. Wir haben es geschafft, ne? So sieht das aus. Das muss ja wenigstens auch passen, optisch mäßig. Weil das geht die Treppe hoch. Ein Zweier. Und dann müssen wir da auch ein Zweier machen. Zweier. Die Treppe ist auch ein bisschen größer, ne? Auf jeden Fall machen wir erstmal hier die Treppe. Dann hier dieses Podest. Ach, dann geht das noch so rum, ey. Was ist das für ein Schnörkel hier? So, das baue ich später noch, ey. Das ist ja sonst ja voll durcheinander. So, hier ist ein Dreier. Und da machen wir hier auch ein Dreier. Eins, eins, zwei, drei. Und dann hier den dicken, können wir gleich wieder wegmachen, den Klotz da oder was. Ich weiß ja nicht, was da ist. So. Aber dann haben wir wenigstens schon mal die Treppe. Ungefähr, ne? So, das hier. So sieht das dann aus. Das geht dann so, ist die Kuppel und dann gehen diese hoch. Und dann hier so hoch. Aber, jetzt muss ich gucken, wir könnten das auch hier machen, weil die Treppe ist auch ziemlich breit. Gucken, wie das aussieht mit einem Dreier. Dann geht das so rum. Ein Dreier. Ja, ein Dreier sieht besser aus als ein Zweier, weil die ist auch ein bisschen größer, die Treppe. So. So.
Habe ich denn da hingemacht? 18 Klotz habe ich denn gemacht, ne? So, da. Und dann sind wir hier oben angekommen. So, jetzt habe ich es aber. Ha! So, Dreier, Dreier, Dreier. Und dann geht das so lang. So muss das aussehen. Von der Seite. Und jetzt müssen wir jetzt eben gucken, zaunmäßig. Hatten wir doch Dings hier auch, ne? Ja, ist das? Den als Zaun. So, den nehmen wir eben. Jetzt muss ich eben gucken. Geländer. So, Holzgeländer. Heiß. So, und dann gucken wir auf dem Holzgeländer, kann man glaube ich nichts machen. Ne? Da sind so ein Knüttelöchchen, aber das kriege ich nicht hin. Das ist zu groß. Lassen wir so. So was ganz Kleines habe ich gar nicht, ne? So einen kleinen. So einen Knopf kann man auch nicht da drauf machen, ne? Das wäre natürlich so ein kleines Highlight, ey. Ne, Knopf geht nicht. Scheiße. Gibt es irgendwas anderes, was so ein bisschen klein ist, was man da drauf knallen kann? Damit es ein bisschen nach was aussieht? Da, gar nichts. Eine Lampe. Eine Lampe ist aber vorne dran. Ne? Das heißt, eine Lampe ist hier vorne dran. Mit so einer Figur. Ah, mit einer Figur, super. Kann ich aber nicht bauen. So, dann machen wir hier. Kommt eine Lampe hin. Gut, bei uns ist es eine Fackel. Beim modernen Haus, modernen Dings da, ist es eine Lampe. So, und hier müsste gleich die Uhr hin. Da in der Mitte so. Patsch! Ne? So, geht das hier hoch. Da muss ich jetzt noch so ein Geschnörkel machen, wo es so ein bisschen hier rumgeht. Boah, das muss ich erstmal selber üben, das Geschnörkel. So, jetzt haben wir hier den Kuppel, das ist, da kommt die Uhr gleich hin. Muss ich gucken, wie ich die am besten gleich baue. Die baue ich erstmal vor. Nicht, dass das wieder so ein Let's Play wird, wo nichts von vorne hinten passt. So, jetzt guckt euch das mal eben an. Und dann zeige ich euch mal das Foto. Und dann, wenn ihr irgendwelche solche Dinge habt, die suche ich nämlich wie bekloppt. Weil sonst komme ich nicht immer groß weiter, ey. So. So, jetzt haben wir die Kuppel, so geht das. So ist die Kuppel, ne? Jetzt gehen wir erstmal hier lang, hier raus. So. Komm her. So. Das bedeutet jetzt. So, hier seht ihr den Schornstein, den zweiten Schornstein. Und hier unten, da müssen wir, seht ihr ja selber auf dem Foto, ich zeige das ja jetzt, müssen wir einen Durchbruch machen, der dann komplett hinten durchgeht. So, von da aus sind wir jetzt. Wenn ihr das so seht. Also nicht, dass ihr denkt, dass das Ding da oben ist komplett frei. Ihr seht ja selber, das angefressen, das ist eine Schnittkante. Das ist hier, das ist nur abgeschnitten worden. Ich dachte mal, jemand sagt, ey, das muss komplett frei sein. So, das wurde jetzt geschnitten hier, ne? Weißt du? Und dann könnt ihr von der Tür aus da reingehen und dann in die Richtung, seht ihr ja selber, die Kuppel ist da, wo die Treppe nach oben geht. Dann sind wir hier oben. Richtung ersten Schornstein. So, und jetzt ist die Frage für mich. Ihr seht ja das Foto. Habt ihr das Foto gesehen? So, jetzt zeige ich euch das mal nochmal hier, was ich brauche. So, die Kuppel habe ich mir selber jetzt rausgesucht. Ne? Hat ja lange genug gedauert, ey. So, die Inneneinrichtung habe ich. Wie die Kuppel innen drin aussieht, weiß ich auch. Aber für mich ist nur wichtig, welche Richtung. Weil jetzt hier ist es ja so wie auf dem Foto, dass wir hier durchgehen, wenn wir den Durchbruch hier gemacht haben, geht man von da aus rein, hier unten, und geht in die Etage. Moment, gehen wir hier hin, so. Gehen wir hier rein, gehen wir hier hoch, und dann sind wir in dieser Etage. Und hier wird auch dieser Durchbruch sein, irgendwann gleich. So, und dann sind das Räume hier drinnen, weil das ist so ein Essenssaal. Jetzt ist die Frage, ich muss noch gucken, ob wir hier drinnen, ist die Wand komplett aus Maragoni-Holz, ob da irgendwo ein Eingang ist und dann ist das hier noch der Essenssaal oder so, das weiß ich nicht. Und das brauche ich nämlich. Ich brauche Schnittkanten, wo die Sachen sich befinden oder wenigstens da, wo die sind. Wo zum Beispiel, sagen wir das türkische Bad oder das Hallenbad, was da drin ist, oder Fitnessraum, was da drin ist. Dann gibt es noch die Café Parisian. Gut, das weiß ich, das ist da hinten in der Ecke. Und da irgendwo hier
ist so ein Saal zum Essen. Aber ich muss wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage mal hier das türkische Bad hinbaue oder so, und sagt vor allem wirklich einer sagt, dann das Ding liegt da hinten oder ist auch immer ganz hinten als erstes und hier ist eine Sporthalle oder was ich was da ist. So was suche ich, dass ihr wenigstens, wenn einer mal das hat, ihr müsst euch ja auch jetzt nicht den Arsch aufreißen und unbedingt jetzt suchen wie die Bekloppten, aber wenn einer Ideen hat oder sagt, ey, ich habe das schon mal gefunden und mir dann einen Link hinschicken kann oder auf seinen Kanal, wie ich schon sagte, Fotos machen kann und die dann draufladen kann und vielleicht sind auch andere interessiert, sich die Fotos anzugucken, dann wäre ich echt dankbar. Ja, und morgen mache ich weiter mit der Kuppel. Ich muss jetzt mal jetzt zusehen, dass ich die Uhr mache und da muss ich noch eine andere Perspektive finden. So sieht das ja dann aus. Ich zeige euch noch das Originalfoto, damit ihr ungefähr wisst, ne? Nicht, dass ihr das Originalfoto zeige ich euch auch eben, wo wir das her haben. Und solche Fotos habe ich von der Inneneinrichtung, habe ich von Hallenbad und sowas, Fitnessraum und sowas. So, das ist jetzt so gesehen, so ist das Foto. So, seht ihr ja selber. Eine Decke weiß muss ich ja noch machen. Ey. Weiß. Was ist denn da, wenn ich das durchschlage? Da. Oh, da muss ich noch einen. Da muss ich noch einen draufsetzen. Wenn ich noch einen weißen draufsetze. Jetzt muss ich selber mal puppeln. Weil da in der Ecke ist weiß. Und dann Holzbalken. Ah, das ist. Ehrlich, ich habe, glaube ich, zu niedrig gebaut, ne? Hätte man ein paar Klötze mehr haben müssen. Ne, das kriege ich nicht hin. Müssen wir es so lassen. So. Ja, dann hätte man noch eine Etage herbauen müssen. Wir sind für die Decke noch, aber ja. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Da kann ich nichts machen jetzt. Oder wir bauen die Titanic, ich habe die Idee. Löscht eure Titanic, wir bauen die komplett mal neu. Ne? Damit auch jeder Popel und jeder Fitzel da passt. So, jetzt muss ich wieder durch. So, das haben wir jetzt erstmal, die Kuppel. Und dann geht es nach oben. Ja gut, ich habe die jetzt schwarz gemacht, die waren weiß. Aber ich lasse jetzt schwarz. So, da habt ihr jetzt was zu bauen. Und dann mache ich hier die Kurve rein und dann geht es nach oben. Weil wie ihr gesehen habt, sind die Wände hier komplett Maragoni. Jetzt weiß ich nicht, was dahinter ist. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Da muss ich mal raussuchen. Was dahinter ist, weiß ich auch nicht. Das ist so Sachen, wo ich nicht weiß, wo was hinter ist. Wenn einer die Skizze hat oder eine Schnittkante, wo was ist, ne, dann kann ich das einigermaßen koordinieren. Ja. Also, baut erstmal hier. Jetzt habt ihr ein bisschen, es war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ich weiß es selber, aber ich musste jetzt selber jetzt improvisieren. Und das ist wenigstens schon einigermaßen geworden, wie es auf dem Foto ist. Die Kuppel, ja, kann man auch so lassen, wenn man da reinkommt. Und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei Play Sample. Und dann, wenn ihr mal ein paar, gut, Ideen habt, sage ich schon, wenn wir das hier, das bauen wir ja zu Ende. Und dann muss ich selber rumpopeln. Es sei denn, jemand hat noch ein paar Fotos für mich, so schnittkantemäßig, dann wäre ich ihnen dankbar. Und dann wird das auch schneller gehen, ne? Ja? Also, dann würde ich erstmal bedanken. Und das ist das längste Let's Play jetzt wieder von mir geworden. Aber da muss ich ja auch improvisieren ein bisschen. So, jetzt muss ich erstmal was trinken, schon voll trockenen Mund hier. Ja, und 6000 Abonnenten-Special kommt auch bald, aber ich muss sagen, weil selber ist ehrlich gesagt nicht, was ich bauen soll, oder machen soll, meine ich. Vielleicht mache ich so eine kleine Room-Tour. Also das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mir was einfallen. Ich müsste mir wenigstens ein paar Tage Zeit lassen, wenn dann möchte ich was Schönes machen. Also, dann würde ich sagen, baut erstmal. Wir sehen uns wieder bei Play Sample und dann nächste Woche Montag oder so machen wir wieder, antworte mir mal. Also schön nicht da runter rumkritzeln, dann kann ich sofort euch darauf antworten. So, dann würde ich sagen, bis demnächst.